Wir werden das große Experiment machen mit dem E-Bike auf die Autobahn. So kann man sagen. E-Bike deswegen, weil es ist ein Motorrad, angetrieben über Pedale, und zwar nur über Pedale. Es gibt keinen Gasgriff und das Ganze sieht auch beim Fahren aus wie ein E-Bike. Ich hab eben anmoderiert, so richtig zu Hause fühlt sich das wahrscheinlich auf der Landstraße. Ist das also so ein typisches Feld, wenn du hier in Berlin unterwegs bist, in der grünen Lunge so ein bisschen? Ich würde sagen, nein. Es fühlt sich natürlich, es ist super, durch die Landstraße zu cruisen. Es ist super, in der Stadt unterwegs zu sein. Wir waren gerade auf einer Autobahn unterwegs ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Sobald du in den Bereich von Stadtautobahnen kommst, und das gilt für die ganze Welt, ob München, Berlin oder Shanghai, ist das nochmal ein ganz anderer Punkt. Wenn wir in einem Stadtautobahnbereich sind, reden wir über 80, 70, zeitweise 60 als Geschwindigkeitsbeschränkung. Da bin ich mit diesem Gefährt schon wieder ganz anders unterwegs. Absolut. Das heißt also, aber selbst hier auf der Autobahn konnte ich mitschwimmen, das ist kein Problem. Ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt in Berlin unterwegs bist an der Ampel das macht einen Höllenspaß, weil du genau diesen Effekt hast. Du fährst mit dem E-Motorrad umweltfreundlich, mit einer ganz anderen Antriebsart, weil E-Motorräder sind ja in der Bevölkerung ja noch gar nicht angekommen. Würde ich schon sagen, die sind noch nicht angekommen. Wenn du die Stückzahlen siehst, die da verkauft werden, das ist schon noch sehr bescheiden. Aber es macht in der Stadt genauso einen Riesenspaß. Du bist leise unterwegs, du störst niemand und kannst natürlich in der Stadt auch die Zwischenbeschleunigung und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs ein bisschen ausnutzen, im Rahmen der verkehrserlaubten Bereiche natürlich. Absolut. Denn also Spaßfaktor pur. Das Besondere hierbei ist, also für alle, die jetzt unken werden und werden sagen, da nehme ich doch lieber hier Motorrad, fährt denn 140, 150. Es ist was ganz anderes. Es ist einfach runterkommen, pedalieren. Ich sag mal, du hast einen stressigen Tag, du setzt dich auf das Ding, du trittst da rein, du freust dich. Absolut, du kriegst beim Fahren tatsächlich gute Laune. Zu den Motorrädern 140, 150, wirf mal die ganzen Cruiser raus, die Harleys raus und die Dinger mit den Kisten, willst du gar nicht 150 fahren. Von daher glaube ich, dass viele Leute gar nicht mehr in dem Bereich unterwegs sind und durchaus mit dieser 90, 95 durchaus zufrieden sind. Und der wichtigste Punkt ist, der Straßenverkehr ist mehr und mehr so geartet, dass er nicht mehr Endgeschwindigkeit hergibt. Vorm Brandenburger Tor sind wir und sie machen großes Aufsehen hier mit der E-Rocket. Denn es ist ein Pedelec. Ein Fahrrad, das 90 km/h fährt, und das ist halt das Besondere. Es sieht so ein bisschen aus wie vom anderen Stern, ja. Es ist wie ein aufgepustetes Mountainbike, sagen manche, ja. Es hat eben das gewisse Etwas, es ist ja ein Naked Bike, das heißt, wir haben keine unnötige Verkleidung, aber alles, was notwendig ist, um total sicher zu sein, ja. Also was den Leuten auffällt, es wirkt immer ein bisschen kleiner als es ist. Ist ein ausgewachsenes Motorrad, also auch von den Dimensionen. Ich bin 1,83 Meter. Du hast uns ja eben gefilmt. Hast du das Gefühl, wir sitzen da irgendwie falsch drauf? Nein, ihr wart perfekt. Und es macht wirklich Lust, selber mal zu fahren. Es sieht auch von jeder Seite ein bisschen anders aus. Also aus jedem Winkel betrachtet eine neue Sichtweise auf das Objekt. Ja, nicht ohne Grund hat es ja schon ein paar Designpreise bekommen. Wir sind ja gerade eben hier drauf gefahren. Wir sind vor dem Brandenburger Tor. Das ist ja hier so eine verkehrsberuhigte Zone. Ich darf es eigentlich gar nicht stehen. Die Polizei hat uns nicht weggeschickt. Ich glaube, es wäre ein bisschen anders, wenn wir hier mit mehreren Motorrädern angerückt wären, mit Bob, 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 Bob und so weiter. Du bist vollkommen lautlos. Ja, die Polizei hat sich schon mit uns angefreundet, wie man sieht. Ja, also Interesse ist da und es macht riesig Spaß. Das Ganze wird ja hier in der Nähe produziert. Das bedeutet, ihr seid also hier in Brandenburg, direkt am Speckgürtel hier von Berlin? Genau, wir sind außerhalb von Berlin in Hennigsdorf, alte Stahlwerkerstadt, bekannt auch für Eisenbahn- und Waggonbau. Bombardier ist ganz in der Nähe von uns. Und das ist auch ein guter Standort, um sozusagen aus Brandenburg in die Welt zu expandieren. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, weil es ist toll, mal 50 oder 100 oder 500 E-Rockets auf die Straßen zu bringen, aber es ist noch viel schöner, irgendwann vielleicht mal ein paar Tausend zu produzieren und in die Welt kommen zu lassen. Und was eben auch toll ist, für jedes E-Rocket, was auf der Straße ist, bleibt ein Auto zu Hause stehen, ja, macht weniger Abgase und
der Mensch, der damit unterwegs ist, spart im Übrigen auch eine ganze Menge Zeit. Ja? Was interessant ist, Nachhaltigkeit finde ich auch wichtig, möglichst wenig zum Service zu fahren. Ihr habt Zahnriemen verwendet, also das was ganz Besonderes, keine Kette. Das heißt, du machst dich auch nicht schmutzig. Genau, du bist eigentlich fast wartungsfrei unterwegs, würde ich mal sagen. Das Schöne ist ja bei Elektromobilität, sie funktioniert. Sie ist viel effizienter als nun so ein Verbrennungsmotor. Es riecht nicht. Du wirst nie wieder in deinem Leben Zündkerzen wechseln oder irgendwelche Ölflüssigkeiten, außer vielleicht die Bremsflüssigkeit. Aber ansonsten hast du eben diesen großen Wartungsaufwand. Nach dem Winter in einen neuen Frühling starten, ist wirklich den Schlüssel rumdrehen und mit dem E-Rocket losfahren. Das indische Fernsehen ist hier zu Gast, denn es gibt hier hohen Besuch demnächst in Berlin und sie haben das Ding gesehen und können gar nicht mehr runter, oder? Genau, ja, also es fasziniert wirklich die ganze Welt. In Indien, muss man wissen, sind die Spritpreise und die Diskussion darüber noch ein viel größeres Thema als in Deutschland, weil ich sage jetzt mal ganz platt ausgedrückt, dass das Leben findet dort mit und auf Zweirädern statt und wenn so gravierende Einschnitte wie Öl- und Benzinpreise dort in die Höhe schnellen, musst du halt gar nicht mehr drüber nachdenken, was du machen musst. Es ist klar, dass eine Elektrifizierung dort Sinn macht. Und Indien hat auch eines der in seiner Geschichte größten Elektrifizierungsprogramme für elektrische Zweiräder. FAME 2 heißt das Programm. Und somit wird es dort auch vielen Menschen ermöglicht, auf Elektrobikes umzusteigen, was eine tolle Sache ist. Es ist auch ein sehr interessanter Aspekt, was das Bike mit einem macht. Wir bauen das E-Rocket ja nicht, weil wir nun grün sind oder sagen, du musst eine politische Meinung haben oder Ansicht, sondern weil es ein gutes Produkt ist und weil es die Welt von alleine besser macht. Ja, also du merkst auch, jeder Besitzer eines E-Rockets sagt, ich will das Bike jetzt auch mal nachhaltig und besser betanken als mit meinem normalen Strom aus der Steckdose. Ja, viele Menschen, die ein E-Rocket haben, haben ganz, ganz schnell eine kleine oder auch größere Photovoltaikanlage, weil sie sagen, das macht doch absolut keinen Sinn, wenn ich schon ein elektrisches Bike habe, das nicht nachhaltig zu betanken. Also man fängt an, sein Leben so ein bisschen zu überdenken, was nicht verkehrt sein kann, und anders auszurichten. Ja? Und das ist schon sehr, sehr faszinierend. Das Vertriebskonzept ist ähnlich wie Tesla, zentraler Vertrieb? Ja, das Schöne ist ja wirklich immer mit dem Hersteller zu tun zu haben. Und das sind wir. Und man hat eben keine Zwischenhändler, die vielleicht gerade bei irgendeiner Information mal ein bisschen auf dem Schlauch stehen. Wir können auf jegliche Frage eine Antwort geben, haben unsere Ingenieure direkt vor Ort und im Zugriff. Ja, Tesla ist ein gutes Beispiel. Die machen es ja ganz gut. So haben wir es in Zukunft auch vor. Wir werden dorthin gehen, wo unsere Kunden sind. Wenn wir merken, außerhalb von Berlin ist vielleicht ein Hotspot an E-Rocket-Fans und Kunden, München, Frankfurt oder auch Nürnberg, dann werden wir dort in der Nähe mit unseren E-Rocket-Stores irgendwann mal auftauchen. Sie wissen nicht, was das ist? Nein! Was denken Sie denn, was es sein könnte? Ein Motorrad. Ein Motorrad, ja, es hat eine Zulassung als Motorrad, aber es hat keinen Gasgriff. Wenn Sie mal gerade hier vorne am Gasgriff drehen, einfach mal dran drehen. Und was ist? Nothing. Nichts. Geht nicht. Nee. So, wie könnte es denn angetrieben werden? Vielleicht. Ja. Wie ein Fahrrad. Wie ein Fahrrad. Ja. Zahnriemenantrieb. Ja, es hat nämlich hier hinten jetzt einen Elektromotor drin. Da vorne ist ein zweiter Motor, den muss man praktisch als Dynamo bewegen. Und je stärker man reintritt, desto stärker wird die Unterstützung, wie beim E-Bike. Also ein E-Pad. Pedelec. Ja. Genau. Fährt aber 90, man darf damit auf die Autobahn radeln. Oh, super. Ist das gut? Ja, sehr das gut. Super. Das ist das schnellste Pedelec der Welt. Und hier sind zwei Herren, die stehen davor. Du bist der? Sadran. Und du? Javid. Ja, und ihr beide steht davor und habt gerade eben gerätselt, was könnte das denn sein? Ich habe euch aufgeklärt und habe gesagt, das ist ein Fahrrad, mit dem du auf die Autobahn darfst. Was hast du gedacht? Dass es, glaube ich, nicht so möglich ist, aber dadurch, dass die Polizei sie gesehen hat und weiterfahren lassen hat, finde ich, das ist eine gute Konstruktion. Ne? Ja, es hat ja auch eine Prüfung, das heißt, es hat keinen Gasgriff mehr. Du kannst gar kein Gas geben. Nur noch paddeln. Nur noch paddeln.
Ja, und das aber mit Windeseile und die Leute gucken wie blöd hier in Berlin, wenn du einfach drehst und stehst an der Ampel und fährst jedem Auto davon. Hat schon einen absoluten Wow-Effekt, muss man sagen. Ne? Findest du? Ja. Okay. Also wenn man vom Weiten das ansieht und dann auf einmal der immer näher kommt, man sieht, der paddelt, hat schon einen Wow-Effekt, ja.